Willkommen zurück zu Ukulele in the Impossible Lair. Wir sind hier am Strand und können Kapitel 15, die zweite Seite, machen, wenn denn die Flut wiederkommt. Muss mal kurz warten, aber es sollte ja gleich passieren, genau. So, Turbinenturbulenz Tide, also Gezeiten. Schnell rein, bevor es verschwindet. War jetzt ganz schön knapp, aber hat noch geklappt. Und das ist das, was wir heute vorgenommen haben, uns vorgenommen haben. Und es gibt ja noch zwei andere Level, wo wir die zweite Seite machen können. Die können, wenn das hier alles gut geht, dann heute auch noch angegangen werden. Okay. Oh mein Gott, ist das hier eine Strömung. So. Oh, ich komme hier gar nicht durch. Wie kann das denn sein? Krass. Ja, genau. Wo geht's denn jetzt weiter? Da ist eine Tür, aber komme ich mich gar nicht hin. Hä? Oder oben könnte noch was sein. Ja, ich glaube ein Secret. Aber wo geht's denn dann weiter? Ja, so. Oder geht's echt hier oben weiter? Das ist ja krass. Das war jetzt nicht so schlau. Das war richtig dumm. Aber anscheinend geht es nur hier oben weiter. Dann würde ich sagen, naja, dann gehe ich da sofort hin. Ja, dann einfach hier in die Tür rein. Sehr interessant. Dumme Fliege. Oh mein Gott, besieg mich bitte nicht. Hilfe, Lely. Ich habe Angst ohne dich. Okay. So, da wäre noch eine Tür. Hier ist eine Tür. Und hier war jetzt gar nichts in dem Raum. Das macht mir immer Sorge. Wo ist denn die erste Münze? Hier ist eine Tür. Da komme ich aber nicht rein. Okay. Okay, ich sehe, wo ich reden kann. Und die Stelle kenne ich. Die kennen wir von der anderen Seite schon. Ja, aber hier ist keine Münze. Ach, nur eine pinke Feder. Die ich am wenigsten mag. Weil es immer sehr schwer ist, das einzusammeln. So, noch eine Fliege und hier ist auf jeden Fall was. Und das war, glaube ich, eine Münze. Nee, das war nur so ein Bolzen. Aber hier ist, wieso schwimme ich denn da rein? Hier ist die Münze. Und Leute, man sieht das nicht, aber hier ist einfach eine richtig heftige Strömung. Oder dass ich hier nicht gestorben bin, ist auch ein Wunder. Ich kann kaum was kontrollieren. Ich werde jetzt nach oben gedrückt, manchmal werde ich nach unten gedrückt. Das ist total unvorhersehbar. Übrigens auch sehr viel Umweltverschmutzung hier. Mit den ganzen Dosen. Die hier im Wasser herum schwimmen. Ah ja, okay, so kommt man hier hoch. Oh, ist hier noch was? Ja, hier ist noch was. Ah, da war ein Fass. Was sag ich hoch? Los, mehr Flut. Ja, ich bin sehr gut darin. Als ob ich da nicht hochkomme. Jetzt schaffe ich das auch gar nicht mehr. Schade. Oder doch? Jetzt aber glaube ich nicht mehr. Nee, dann lassen wir das. Ich denke, das gibt sowieso keine Münze. War ja bei den roten Federn bisher nie der Fall. So. Ja gut, hier kann ich einmal abspeichern. Das mache ich dann ganz gerne auch. Und jetzt
Jetzt geht hier natürlich, boah, so eine richtige Tintenfisch-Glubschaugen-Kacke ab. Und hier ist jetzt gar nichts. Ich meine, hier sind überall diese Türen, aber ich glaube, die sind alle von der anderen Seite. Alles hat sich hier ein bisschen geändert. Hier ist aber was. Okay. Die zweite Münze. Perfekt. Und da kam mir wieder so ein Glubschauge entgegen. Ich hab's zu spät realisiert. Ach, verdammt. Ich kann hier unter Wasser kaum steuern. Die Strömung, die macht's mir wirklich nicht einfach. Die wird ja auch optisch gar nicht angezeigt. Das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht war das einfach ein bisschen zu viel für die Entwickler. Aber man hätte ja, weiß ich nicht, wenigstens so Blubberblasen oder so anzeigen können. Das Einzige, was das so ein bisschen anzeigt, sind die Dosen und das ganze Zeug, was hier im Wasser herumtreibt. Aber das ist kaum, ja, hilfreich. Das ist auch alles sehr verzögert, habe ich den Eindruck. So. Ja, speichern bitte. Danke. Aber ich jetzt auch noch was. Und zwar, oh, schon wieder so ein, ja, ich weiß nicht, was das genau ist. So eine Mine hier. Au. Oh. Aber keine Münze. Die blauen Federn geben ja oft Münzen. Das werde ich jetzt nicht überleben. Bin mir ziemlich sicher, ohne Layli. Ja. Wenn ich nach unten gedrückt werde, dann komme ich einfach nicht nach oben. Okay. Aber dann können wir jetzt mal hier der grünen Feder folgen. Und ja auch ein bisschen mehr von als von der blauen. Außer man stirbt hier. Ah! Ach Mann. Ja, Layli, tut mir leid. Ich hatte das nicht so geplant. Ich lasse die Feder einfach mal aus, sonst gerate ich hier nur wieder in, ich weiß auch nicht, in Ungeduld. Was ja für mich eigentlich schon der Normalzustand ist. Nur schnell! Ah, halt. Ja, sehr gut. Ich komme da echt nicht drüber. Nee. Aber hier ist eine Münze. Oh, und hier wird auch das Wasser wieder aufgefüllt. Auch das sieht nicht ganz so geil aus. Naja. So, jetzt habe ich die eine Münze. Jetzt müsste ich hier nur einmal abspeichern. Ist das schwer, hier durchzukommen. Aber geschafft. Hier ist eine Glocke, okay. Oh, und da ist eine gelbe Feder. Aber natürlich sind hier auch wieder diese Glubschis. Nee, also den bunten Federn zu folgen ist eigentlich immer ein Fehler. Ja, die dritte Münze habe ich. War jetzt auch nicht so toll. Oh, das gibt's doch nicht. Layli, bleib doch. Das Level hat mir auf der ersten Seite schon nicht gefallen und ich finde, hier ist es jetzt noch viel schlimmer, weil diese Mechanik ist ja an sich nicht verkehrt, aber wenn man die optisch nicht anzeigt, dann, oder nur mit diesen Dosen, dann, ja, finde ich das nicht so wirklich gut gemacht. Gut, dann nehme ich halt die Glocke. Ach, das ist doch bekloppt. Okay. Das ist die vierte Münze. Ja, aber was die Münzen angeht, läuft auf jeden Fall alles. Das freut mich.
Hilfe. Oh, noch einmal abspeichern. Glocke, okay. Und was? Nein. Oh Mann. Und nochmal speichern. Das soll jetzt überall nichts gewesen sein. Das finde ich ja auch ein bisschen verdächtig. Okay. Ach, Flieger, geh weg. Jetzt, ja genau, ich muss auf das Wasser warten, damit ich wieder hochkomme. Oh, dann ist ja nochmal so ein ekelhafter. Ja, okay. Nein! Ach, ich gehe einfach. Ich hoffe, da kommt noch gleich die Münze, sonst darf ich hier noch mal rein. Juhu. Oh, verdammt. Aber hier ist noch was, oder? Hier ist Wasser. Ja, hier ist die Münze. Nein! Okay. So. Das Bientalion haben wir gerettet. Wir haben die 5 Münzen. Kapitel 15 ist abgehakt. Ich habe wenig Federn gesammelt. Das stimmt. Gut, ja, dann würde ich sagen, kann Beef jetzt ins unmögliche Versteck fliegen. Da werden wir auch bald hingehen. Es fehlt ja jetzt nicht mehr so viel. Aber erstmal geht es für uns jetzt nach Kapitel 9 und dort auf die zweite Seite. Urbane Überraschung, Aufwind. An das Level kann ich mich jetzt kaum noch erinnern, denn es ist ja ewig lange her, dass ich da war. Deswegen keine Ahnung, was da jetzt so groß anders sein wird. Denn ich weiß ja nicht, was vorher da war. Zumindest nicht mehr. Hilfe, was für ein Sturm hier drin. Was ist das denn für ein Level? Jetzt wäre ich hier fast an der ersten Münze vorbei, aber eigentlich auch nicht, weil... Naja, die zu verpassen ist eigentlich schwer. Das wird einem ja hier so angezeigt, in den Sturm zu springen. Finde ich aber sehr cool, diese Mechanik. Vielleicht fliege ich nochmal runter, wenn das geht. Ah, da wäre aber nur eine Lady-Glocke. Na gut, dann lassen wir es. Na, jetzt steht er hier im Weg. Okay, ja, Federn sammeln ist ja auf jeden Fall schon mal nicht so schwer. Ey, das ist ein richtig cooles Level. Also die Idee gefällt mir richtig gut. Hier kann man einmal zwischenlanden. Oder geht's hier schon weiter? Nee, sieht mir nach was Besonderem aus. Und das gibt sogar eine Münze. Ich dachte, das ist so schwer, dass das keine Münze geben kann. Aber es gibt tatsächlich eine. Okay. Weil es ist sehr schwer, nach unten zu kommen mit den Aufwinden. Ups. Vorsichtig. Okay, es fühlt sich sehr komisch an, hier im Wind zu fliegen. Aber es geht irgendwie.
Ah, jetzt werde ich doch mal getroffen. Boah, okay. Ich nehme es zurück. Das hier wird schwer. Das wird richtig schwer. Ist hier was? Tatsache, aber nur so einer. Halt, stopp. Eine Münze in einer Kiste hatten wir schon lange nicht mehr, so. Dass wir da eine Beere für brauchen. Na, verdammt. So, Lely ist wieder dabei. Die Beere nehme ich auch mit. Das Level ist richtig gut, das ist, glaube ich, eins meiner Lieblingslevel. Ja, doch, würde ich sagen. Also, das gefällt mir so gut. An manchen Stellen, so wie oft in diesem Spiel, einfach technisch ein bisschen holprig gemacht, glaube ich. Aber es gefällt mir trotzdem sehr gut. Okay. Na gut, wir spielen nicht Donkey Kong Country, deswegen sammle ich die ganzen Federn hier nicht ein. Habe ich dann trotzdem gemacht, aber dafür gibt es natürlich nichts. So. Ah, es wird mir schon viel bedeuten, in dem Level alle Münzen zu kriegen. Okay. Manche Münzen sind wirklich sehr offensichtlich, andere dafür gar nicht. Ja, tschüss, Lely. Nein, ich will nicht hoch, ich will nicht hoch. Na gut, dann doch. Und da wieder Lely. So. Als ob. Oh, ich glaube, ich werde sterben. Ja, da. Oh, da war schon das Ende. Gut, die vierte muss ich nochmal holen. Wobei die ja nicht schwer zu holen war. Ich könnte auch hier die Beere für verwenden. Jetzt komme ich nicht mehr dran, oder? War das dumm. Ja, das war jetzt ein bisschen ungeschickt. Ich muss erst die obere Kiste wegmachen, dann kann ich die Beere holen. So hat mir das jetzt auch nicht so viel gebracht. Denn der eine ist jetzt immer noch sehr im Weg, aber es geht trotzdem. Und jetzt einfach weiter. Ich würde ganz gerne unten her, wenn das möglich ist. So. Dann hier unten einmal kurz anhalten, gucken, ob hier ist gar nichts. Hier oben ist auch nicht wirklich was. Weiter komme ich hier nicht. Na super. Das heißt hier durch. Und jetzt hier oben. Nein! Wenn jetzt hier oben keine Münze ist, dann habe ich. Doch, hier ist noch was. Ob es eine Münze ist? Sieht nicht so aus. Wo ist denn dann die fünfte? Schade. Dann fehlt die jetzt leider. Aber zwischen der vierten und dem Ziel, ich wüsste nicht, wo da noch eine Münze sein soll. Na gut. Werde ich reinschneiden müssen. Jedenfalls haben wir vier Münzen. Die fünfte kommt jetzt. So, an der Stelle war die vierte Münze. Jetzt muss ich mal aufpassen, wo denn die, naja, fünfte sein könnte. Oh, verdammt. Ja, und ohne Lely ist das jetzt schon mal ein bisschen blöd. Ja, dachte ich mir. So, kurz vorm Ende kann man hier rein. Man sieht es, weil die Kugeln nicht zerprellen, sondern eben, naja, durch die Wand gehen.
Und ich glaube, man sieht auch so einen Durchgang in der Wand. Und hier ist dann einfach ganz einfach zu holen auch. Die fünfte Münze. Ja, dass ich die verpasst habe, war ein bisschen schade. Hätte ich eine Möglichkeit gehabt, mich bei dem Bientalion noch umzubringen, hätte ich das auch getan. Einfach, um das Level nicht nochmal machen zu müssen. Denn, naja, eine Münze kurz vorm Ende zu verpassen, ist mal ein bisschen bitter. Aber okay. Dann retten wir Buzzimore ein weiteres Mal. Gönnen uns alle 5 Münzen. Und werden dann im nächsten Part Kapitel 16 angehen. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin, wie immer, alles Gute.